Die sind alle in den Streik getreten. Allen voran Lysistrate. Schon seit vielen Tagen, wir wollen nicht komplett verzagen. Wohl ist das Ganze reichlich schwer. Yeah.
hin? Nur kurz nach Hause. Ich habe feinste milenische Wolle zu Hause liegen lassen. Mir kommen sonst die Motten. Du kriegst selbst die Motten. Du willst abhauen. Ich komme gleich wieder. Ich will sie nur ausbreiten auf meinem Bett. Ausbreiten auf deinem Bett. Ich zupf dir gleich jede Motte einzeln aus. Und ich hab Flachs zu Hause vergessen. Der gehört gehechelt. Lass das Hecheln und bleib schön hier. Wenn du gehst, dann wollen alle anderen auch abhauen. Halt! Und wo willst du hin? Ich bin hochschwanger. Gestern warst du noch nicht schwanger. Aber heute bin ich es. Und wie soll das so schnell funktionieren? Ich war gestern bei der Fruchtbarkeitsgöttin und habe ihr ein Opfer dargebracht. Du weißt wohl nicht, woher die Kinder kommen. Mit deinen 12 Jahren würde ich noch nicht daran denken. Aber sieh doch. Und was klingt da so hohl? Ich glaube, es wird ein Junge. Hört auf zu lügen, es ist doch wieder ziemlich. Riech mich mal und versuch.
flattern behenden Gefieders. Weg aus dem heiligen Ort, so wird man nicht einen der Vögel schelten, so wie Stumpf. Der Spruch ist klar genug. Wir müssen standhaft bleiben. Dann wird Zeus das Schicksal wenden. Und wir werden über die Unterdrückung der Männer nach oben gelangen. Das heißt, wir werden von den Männern getragen? Die Hühner, die da kommen und zerstören die ganze Weberei. Können wir nicht machen. Du glaubst nicht, das interessiert mich. Hey! Psst. Hey! Das Baby! Es schreit die ganze Nacht. Was soll ich tun? Was für einen schlechten Vater du hast. Der kümmert sich gar nicht um dich. Es behandelt mich wie einen Fremden. Bist du ja auch. Bist du dann nie zu Hause. Und weh weg von den Frauen. Ja. Kein Tier ist so wild und unzähmbar wie die Frau. Drum lass sie lieber gleich in Frieden. Wenn euch nichts an uns liegt, dann geht am besten gleich. Hört euch dieses Märchen an, als kleiner Bub ich es ersann. Es war einmal ein junger Mann, der hieß Melania. Der hatte keinen Bock auf Frauen, drum ist er in den Wald geflohen. Dort lebte er allein Tag ein Tag aus, doch niemals kam ihm eine Frau ins Haus. Im Grausen vor dem weiblichen Geschlecht, denn keine Liebe, die er fand, war echt. Das ist Melania, denn keine Frau war. Besuchte
verhandeln. Lassen wir sie noch eine Nacht lang brüten, in ihrer Dummheit. Da gehen sie dahin. Und schon so nahe waren wir dem Sieg. Ach, die werden schon wiederkommen. Schau, da kommt schon einer. Und da geht noch jemand an seiner Seite. Oh Gott, das ist mein Liebster. Feind, der dann doch nicht kam. Und dann war noch die Sache mit Aspasia. Wie bitte? Aber das hatte sowieso keine Zukunft. So wie vieles bei dir keine Zukunft hat. Karnike? Ich will mich bei dir von ganzem Herzen entschuldigen.
Naja, immerhin. Ich glaube, das kann ich gerade mal so gelten lassen. Und Schleuer.
von meinem Leid. Ihr wisst nicht, was es mir bedeutet, mit meiner Kalonike vereint zu sein. Nur ihr mit euren verdammten Krieg seid schuld daran, dass überall so viel Elend herrscht. Dabei ist das Leben doch so viel mehr wert, wenn man nicht nur an Krieg, Ruhm und Siege denkt. Ich wähle eine Zukunft des Friedens und eine Zukunft mit Kalonike. Thank you.
Der Statur nach muss es ein ziemlich durchtrainierter Kerl sein. Halt! Wo bist du hin? Ja, Lüsi, da kennst du mich nicht mehr. Lampito, was für eine Überraschung! Sag, sag, wie steht's in Sparta? Spitze. Vor allem bei den Männern steht's. Kein einziges Wort mehr vom Krieg. Alles steht sich nur mehr aufs eine. Worauf denn? Jetzt stell dich doch nicht so blöd. Auf den Frieden. Das sind ja wunderbare Nachrichten. Das heißt, der Sieg steht uns bevor. Spartas Männer sind bei uns schon gefürchtet. Aber nun steht eines fest. Spartas Frauen haben noch mehr Härte. Den Buschen haben wir es hart gemacht. Oh, so stramm habe ich unsere Buschen noch nie gesehen. Besonders die langen, einsamen Nächte waren hart für sie. Den König, den Afidamos, den haben sie geschickt, damit er Frieden macht. Jetzt habe ich dich aber ganz schön abgehetzt, damit ich früher da bin. Wie schaut's bei euch aus? Ja, unsere Männer haben wir auch ganz schön zappeln lassen. Und jetzt sind sie so richtig scharf auf uns. Aber weißt du, ich bin sehr stolz auf meine Frauen, dass sie den Schwur nicht gebrochen haben. Aber sag, haben sich die Männer bei euch nicht gewehrt? Na freilich. Ihre Speere haben sie aufgestellt. Na, du weißt schon. Ja, wie gesagt, so stramm habe ich unsere Burschen noch nie gesehen. Du hättest Perikles sehen müssen, wie der geschaut hat, als wir die Akropolis verteidigt haben. Und jetzt hast du den Stellungskrieg endlich satt und hast endlich begriffen, wie sie den man ihn bereiten können. Und wie die Mannsbilder die Capit Bones haben. Wie alte Weiber. Ah, lass sie doch einfach schimpfen. Denn heute werden sie sich da Fragen stellen müssen. Krieg oder Liebe? Und wenn sie dann noch zögern, dann werden wir ihnen die Entscheidung leicht machen, indem wir ihnen reinen Wein einschenken. Fingerspitzengefühl hätte ich dir nicht zugetraut. Siehst du, ich kümmere mich um dich, auch wenn du es gar nicht verdient hast. Aber das Biest hat mich schon lange gequält. Und wenn ihr mit uns Frieden schließt, dann verschließen wir euch das Leben.
Widerrede. Oh, ihr Frauen versteht es zu schmeicheln. Nein, bleibt mir fern, drum heißt's. Es geht nicht mit und nicht ohne Frau. Militärparade. Ah. Wir sind gekommen, um über ein Ende des Krieges zu bestimmen. Die Frauen haben uns die Hölle heiß gemacht mit ihrer standhaften Enthaltsamkeit. Also nicht das ähnliche Frau. Die Frauen sind nun eine noch größere Bedrohung geworden als der Peloponnesische Krieg. Was heißt hier Peloponnesischer Krieg? Ihr habt mit dem ganzen Desaster begonnen. Ja, so nennen wir ihn. Der griechische Bürgerkrieg. Das Kind muss doch einen Namen haben. Toll, der Krieg, euer Kind. Sonst habt ihr nichts zur Welt gebracht. Ihr habt mit dem Krieg begonnen. Nein, ihr habt mit dem Krieg begonnen. Nein, ihr habt mit dem Krieg. Nein, ihr habt mit dem Krieg. Hört doch auf, das ist lächerlich. Achidamus, beginn du zuerst. Ich hatte keine andere Wahl, als dem Krieg zuzustimmen. Ja. Stück dir angesehen, würdest du jetzt leer stehen.
Viele Häuser sind immer noch zerstört. Und ohne Rohstoffe aus allen Richtungen wäre Athen nicht lebensfähig. Die Schuld liegt bei euch. Ihr wurdet in den letzten Jahrzehnten so mächtig, dass ihr nun denkt, ihr könnt euch alles erlauben. Ohne unsere Flotte wäre Hellas nicht mehr in unseren Händen. Das habt ihr alles uns zu verdanken. Ja. Ihr habt sogar einigen Städten am Schwarzen Meer gedroht, sie zu besetzen, wenn sie nicht in euren Bund treten. Warum sollten wir hohe Tribute für eine Flotte zahlen, die nicht beschützt, sondern beherrscht? Ja, da mussten wir einschreiten. Ja, wir haben sie nur tatsächlich gerade ein bisschen freundlich eingeladen. Eigentlich, wir haben nie sowas... Hört doch auf! Bedenkt euch, wie die Athener euch geholfen haben bei eurem Aufstand. Und ihr, wie die Spartaner euch gegen die Perser geholfen haben. Sonst, ohne einander... Werdet ihr keine freien Bürger mehr und aus der Demokratie wäre nichts geworden. Ja, mit der Demokratie ist das auch so eine Angelegenheit. Die beste Regierungsform ist sie nicht. Naja, ganz ehrlich. Nun gut. Ich wäre zum Frieden bereit. Hey, aber Phylos soll die Athener uns zurückgeben. Nein, das könnt ihr euch abschminken. Der bleibt bei uns. Nein, sicher nicht. Gebt ihn doch einfach her. Bist du verrückt? Du verstehst doch, wie wichtig der Hafen für uns Athener ist. Genau. Macht's noch einen Deal. Was war... Ja, machen wir doch einen Deal. Zum Beispiel um den Meeresbusen. Nein. Sicher. Na dann, alles Dank muss ich. Streitet euch doch nicht um den Busen. Wenn ihr erst einmal versöhnt seid, dann kommt jeder auf seine Kosten. Aber was sollen wir mit 12.000... Seeleuten machen. Ja. Sollen wir die Kriegsschiffe zu Ferienbooten umzimmern? Ich sehe meinen Arbeitsplatz gefährdet. Ich habe gehört, dass du während deines Dienstes heimlich trinkst. Du willst mich doch nicht in aller Öffentlichkeit als Säufer darstellen. Nun, wir wollen doch kein Geheimnis darum machen. Wenn dir der Wein so am Herzen liegt, dann werde doch Wein. Oh. Ich soll auf dem Feld arbeiten? Ja, als Vogelschreicher. Bedenke doch, du hast in deinen Jahren als großer Kommandant ein ganz schönes Vermögen angehäuft. Kauf dir doch ein Feld auf den schönen Hängen von Piräus und baue Wein. Und in ein paar Jahren schon wirst du das Geld wieder trinken. Das klingt gar nicht mal schlecht. Ja, der Wein als Exportgut. Griechischer Wein! Und singen bitte! Ja, ich werde den Kelten zeigen, was guter Wein ist. Ich werde eine Stadt an der Donau gründen mit dem Namen Wein! Das ist nicht der beste Name für eine Stadt. Vertausche doch lieber zwei Buchstaben. Oh, ich werde es mir noch den Kopf gehen lassen. Ja. Nun, da wir alle zusammengekommen sind, lasst uns einen Eid schwören. Auch die Frauen. Frieden. Frieden. Der Politiker. Naja, um ganz ehrlich zu sein, von etwas leer im Magen. So manche Vertrag wurde im betrunkenen Zustand unterschrieben. Wir werden auch nicht sagen, dass es eigentlich die Frau.
Männer dazu gebracht haben, Frieden zu schließen. Wir sollen in der Geschichte nicht erwähnt werden. Zu Frau nehmen. Doch das ging bisher nicht, da die beiden Stadtstaaten so arg miteinander im Streit lagen, aber nun, da wir beide Frieden miteinander geschlossen haben, sollte das doch eigentlich möglich sein, oder? Bin ich ein Standesbeamter? Jetzt haben wir Frieden und solche Sachen sind durchaus erlaubt.
Würdest du uns beiden die Ehre erweisen und uns beide vermählen? Ach, ich habe doch noch nie... Aber du bist doch der König. Oh, hey, gerne will ich mich bequemen. Sehr geehrten Freunde, ehemalige Feinde, Damen und Herren, wir sind an diesem wunderbaren Märztag hier gekommen. Wir haben hier versammelt, um eine wunderschöne Gelegenheit, eine Hochzeit. Komm bitte gleich zum Punkt, einfach. Na dann. Ich erkläre euch zum Mann und Frau.
spartanischen Soldaten rücken weiter in die besetzten Teile Siziliens vor. 4000 Gefangene werden hingerichtet, die Frauen vergewaltigt und ermordet. Die Spartaner erhalten Verstärkung aus Persien. Es gelingt ihnen, die athenische Flotte zu vernichten. Ein Hungersnot zwingt die Athener zur Kapitulation. Auch Sparta ist zu schwach, um eine neue Regierung aufzubauen. Die Vorherrschaft der beiden Stadtstaaten ist zu Ende.